aber du engagierst ja noch für die Jungjournalisten. Genau. Was ist denn das genau? Es gibt so junge Journalisten Schweiz, gibt so wie einen Verein, der sich einsetzt für junge Journis, und ich bin dort im Fall seit 16 oder so dabei. Weil und ich machst du Kommunikation, wichtig. Oder? Jetzt nicht mehr. Ah, okay. Mittlerweile nicht mehr, aber ich habe lange dort mitgeholfen an einem Anlass, der heisst Journalismus jetzt. Der ist jetzt dann auch wieder. Der ist das Wochenende. So schnell bringe ich es nicht raus. Ist egal. in diesem Verein geht es einfach darum, dass man junge Journalisten unterstützt, in der Branche sich zurechtzufinden, sich zu vernetzen. Bei Journalisten ist die Vernetzung das Wichtigste. Und die helfen einem dort ein bisschen. Und ich konnte dort auch immer mega lässige Kontakte knüpfen mit Leuten, die ich zum Teil heute noch ein Telefon geben kann, wenn ich frage, also du, hey, wie würdest du das machen? Und das ist irgendwie lässig. Aber das Netzwerken ist sicher für die Jungen ganz schwierig auch reinzukommen. Aber was sind sonst noch? Wo muss man die jungen Journalisten ein bisschen unter die Arme greifen? Beim Mut machen. Weil was ich gespürt habe, ganz fest, als ich in die Szene kam, ist, dass alle immer nur davon reden, wir haben kein Geld, die Branche stirbt, es gibt keine Zeitungen mehr bald und so weiter und so fort. Und es ist extrem entmutigend. Und ich finde es immer so schön, wenn junge Menschen kommen, wir sind immer so voll Feuer und Elan. Und ich finde unbedingt, dass man muss jungen Journalisten das lassen und auch ihnen geben, dass sie weiterhin Bock drauf haben. Weil es ist so eine geile Branche. Auch wenn sie sich wandelt, die ganze Zeit, genau wegen dem ist sie ja spannend. Und das, finde ich, ist wichtig. Wie muss ich mir den Wandel vorstellen? Jetzt in deinen Augen? Ja, in meinen Augen ist es schon so, dass natürlich die Digitalisierung uns mega trifft, unsere Branche. Ganz fest, ich meine, Zeitungssterben ist kein Witz, es ist schon so, dass das passiert. Aber ich finde es halt wichtig, dass man dann als Journalisten zusammensitzt und überlegt, hey, okay, Digitalisierung, Social Media, jetzt müssen wir halt da irgendwie, jetzt müssen wir halt Videoformat machen, jetzt müssen wir halt online machen und das Problem ist, Tücken ist aber, dass die Leute nicht mehr so bereit sind, zu zahlen für guten Journalismus. Oder niemand mehr gibt Geld aus für eine Zeitung. Und das ist, glaube ich, das, was man hadert. Weil wenn man online Sachen macht, verdient man damit halt nichts. Es ist mega schwierig, über Werbung online Geld zu verdienen, als über Inserat in einer Zeitung. Und das ist das Problem. Ja, und das ist halt auch... Eben, erstens mal... Ich glaube, wenn du eine Geschichte machst mit Fakten, oder, das braucht Zeit und das kostet dir dann auch Geld. Oder? Genau. Wenn du einfach schnell kannst mit grossen Buchstaben etwas in Umlauf rühren, ja, das kostet halt nicht, das ist wie Fast Food. Oder? Ja. Das kannst einfach schnell, dann ist es nach einer halben Stunde wieder vergessen. Aber du kannst natürlich höher fragmentiert produzieren, oder? Genau. Und ich glaube, das ist schon ein das Grundproblem, das wir haben. Dass man sich da muss überlegen, hey, wir brauchen irgendwie Gefäße, wo Journalisten gescheit arbeiten können, wie sie es ja auch wollen. Ich kenne so viele Journalis, die so Bock hätten, zwei Wochen an einer Reportage zu arbeiten. Ein halbes Jahr an einer Reportage zu arbeiten, aber es kostet halt. Aber du bist ja, wie meine Schwester, etwa den gleichen Jahrgang. Und du bist ja mit der Digitalisierung fast aufgewachsen, parallel. Sind denn die Journeys jetzt, die eben in deinem Alter sind, nicht eher bereit, mit solchen Modellen zu arbeiten? Doch. Aber ich glaube, eben man muss die Balance finden zwischen jungen Journeys, wo das, für die ist das sehr einfach, noch einen Social Media Post zu machen, und für die Alten ist es sehr schwierig und sehr aufwendig und sie verstehen es nicht. Und zwischen den Jungen, die vielleicht dann auch vergessen, okay, wir müssen ja auch noch Geld verdienen. Ich vergesse das auch oft. Ich bin stimmt, wir müssen ja irgendwo noch Werbung schalten. Also ich glaube, was die Branche ja so interessant macht, ist ja, dass es ganz viele alte Kokette gibt und ganz viele junge. Und zusammen gibt ja das so einen spannenden Mix. Ich merke das auch bei uns im Pilatus, haben wir Leute, die moderieren 15 Jahre und ich 2. Aber es ist so interessant, weil ich werde ernst genommen und ich nehme natürlich sie extrem ernst. Und gegenseitig entstehen dann so viele spannende Inputs. Ah, ist es nicht so alt gegen jung? Voll nicht, überhaupt voll nicht. Das wäre manchmal schön, wenn das überall so wäre. So wär. Aber du liest ja noch gerne Zeitung. Ja, ich habe den Tagesanzeiger zum Beispiel abonniert. Ja. Und ich habe ihn bewusst nicht nur online, sondern ich habe ihn bewusst als Zeitung, weil ich es so schön finde, eine Zeitung anzulangen. Und ein bisschen schmecken. Ja, so ein bisschen raschel. Und das Magazin ist halt eine von meiner Lieblingszeitschriften und die kommt immer am Samstag im Tagi. Ich habe es vor allem wegen dem. Und was für Themen liest du denn in der Zeitung? Ich lese eigentlich immer die Schweiz, lese ich fast komplett.
Dann im Tagi hat es einen grossen Zürich-Teil. Dort tue ich ein bisschen picken, weil mich einfach nicht alles interessiert. Obwohl du ja Wurzeln aus dem Zürich bist. Ja, obwohl, stimmt. Und das Ausland lese ich auch oft. Komplett. Und eben, wenn jetzt du ja Journalistin bist, wie subjektiv ist ein Journalist? Ja, das ist ein grosses Thema. Ich meine Zeit. Ja. Ja, man sagt ja immer, man fragt ja immer, ja, man darf keine politische Meinung haben, blablabla. Oder niemand ist objektiv, kein Mensch auf der Welt kann objektiv sein. Und darum kann das auch ein Journalist nicht. Ich finde aber, das ist auch gar nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist von einem Journalist, dass er die Grösse hat, seine Meinung auf die Seite zu nehmen und dann sich verschiedene Meinungen zu einem Thema zu holen und die gleichwertig abzubilden in seiner Arbeit. Was er dann dazu denkt, das ist wieder ein anderes Thema, aber ich finde, er darf es denken. Es geht nur darum, dass man lernt, das zurückzustellen und lernt, ich gebe einem SVP-Dude genauso viel Redezeit wie der SP-Frau. Oder? Das ist so ein bisschen, das wäre die Idee und das sind die Grundregeln vom journalistischen Handwerk und das ist wichtig. Machst du auch ab und zu Interviews? Ja, ja. Und wie schwierig ist es ohne Prägung in das Interview? Mega schwierig, natürlich. Mega schwierig. Ich meine, wenn ich Fan bin von einem Musiker und mit dem ein Interview machen, bin ich auch total unkritisch. Es ist natürlich so, aber ich probiere es immer wieder. Also es ist auch etwas, was man immer wieder sich sagen kann und üben und lernen. Und mit dem ist man ja nie fertig. Hey, weil ich hatte das einmal an einem Podium. Und dann, das sage ich auch ein paar Mal. Aber das hat für mich dann auch als Interviewten müssen, wie so ein Redchen weitergehen. Dass er halt gleich den Stiefel abschaffst, auch wenn du merkst, dass der dich interviewt, eine Prägung hat über das Thema Behinderung. Oder weil der hat mich schon so gefragt bei der Vorbereitung, hast du ein Geburtsgebrechen, Jan? Also weißt du, seit Geburt? Sag ich ja. Ja, das tut mir leid. Und dann denke ich, ja, das muss dir nicht leid tun. Du hast aber nicht dafür. Nein, und aus dem Leid raus, hat er dann auch seine Fragen gestellt. Und dann ist es dann manchmal, verstehe ich dann schon auch die dann interviewt werden, manchmal, vor allem im Sport, haben sie noch x Sachen beantwortet, warum sie jetzt Pass gemacht haben, dass dann halt auch ein bisschen scheissig reagieren. Ich bin auch salzig geworden. Ich habe die vier Fragen immer im gleichen Kontext beantwortet, dass Behinderung eine Vielfalt ist und nichts Schlechtes, sondern der die hat, wenn man von Behinderung nicht. Ja, erst dem ein Gesicht gibt, ob das gut oder schlecht ist. Und dann habe ich gedacht, ja, was müssen jetzt die Zuschauer auf dem Podium denken? Der ist ein stur und erzählt noch immer das Gleiche ab. Ich habe dann den Veranstalter gefragt und der hat gesagt, nein, es war okay gewesen, oder? Also, ja, weißt, ich sehe das. Ja, ich sehe es. Verstehe. Und wie wichtig ist dir Politik? Mega. Also ich studiere Politikwissenschaften, zwar noch nicht so weit fortgeschritten, aber ich mache es. Es ist mir wichtig, weil die Schweiz so ein einzigartiges politisches System hat und ich merke, dass ich als sehr junger Mensch schon mega viel mitreden kann. Und das macht es so interessant und abgesehen von dem, Politik beherrscht unser ganzes Leben. Leute, die mir sagen, ja weiss, ich interessiere mich nicht so für Politik, ich denke immer, du kannst dich nicht dafür interessieren. Du läufst auf Strassen, die politisch gemacht worden sind. Du fährst im Zug, wo es Abstimmungen darüber gibt. Du gehst an die Uni, wo gezahlt wird. Zum Teil. Also, weißt, es ist wie so, es ist alles politisch, dein ganzes Leben. Und darum, natürlich interessiere ich mich. Ja. Wo kannst du den Einfluss nehmen? Erstens beim Wählen und Abstimmen. Und da möchte ich wirklich mal einen kleinen Rüffel geben in meiner Generation, wo die Dami noch mal nicht abstimmen kann. Und das regt mich auf. dort kann man Einfluss nehmen und auch da zählt die Ausrede nicht mit dem, ja weisst du, eine Stimme kommt sie nicht drauf an. Doch, eben schon. Und dort kann man mega fest Einfluss nehmen in der Schweiz. Da kann man so fest mitbestimmen, was passiert, wenn man sich dort eingibt. Und sonst gibt es ja auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man politisch sein kann, indem man in gewisse Vereine eintritt, sich einsetzt. Das ist ja alles politisch, wenn man an einen Frauenstreik geht zum Beispiel. Und was kann man in der Politikwissenschaft studieren? Eben Politik machen ist das eine, aber wie muss ich mir das vorstellen, studiert? Ja, es sind zwei mega unterschiedliche Sachen. Weil sehr viele Leute fragen mich dann so, ah, in dem Fall wirst du Bundesrätin? Und ich denke so, nein, das sind zwei ganz unterschiedliche. Man kann natürlich. Man kann, ja. Ich würde mal behaupten, die wenigsten Politikwissenschaftler werden Politiker. Hey. Das ist jetzt eine Behauptung. Sondern gehen ins
Fernsehen gut ja. analysieren. Ja. Mit Glow und Lotion. Ja. Aber dort ist der Unterschied, wo du sagst, wir analysieren ja das Geschehen. Aber was man vielleicht auch noch muss sagen, ist, ich habe mir das etwas falsch vorgestellt, bevor ich anfange zu studieren. Es ist sehr trocken. Oder wir reden wirklich über Prozesse, Dynamiken im Hintergrund, wie funktionieren die Staaten in einem Staatensystem. Und das ist alles sehr, sehr theoretisch. Das fehlt mir manchmal auch ein bisschen an diesem Studium, dass man da ein bisschen, das ist ein bisschen Fleisch zum Heben. So ein bisschen, ja. Ja. Und aber ich bin ja schon auch politisch sehr aktiv, bin auch in einer Partei, aber wenn du als politdenkender Mensch manchmal also die Probleme in den Nachrichten siehst, die sind immer recycelt. Also gewisse Probleme kommen ja in 5 Jahren wieder und dann hocke ich da gewisse Politiker und tun so, als wäre das jetzt ein neues Problem. Und ich hocke da am Tisch und lache mir eins ab. Weil, wie hätte Einstein machen? Fehler machen ist legitim, aber wenn man hofft, wenn man zweimal das Gleiche macht, ein anderes Resultat überzukommen, das ist Wahnsinn. Also ich habe eigentlich ein bisschen das Gefühl, Politik ist also zwischen Wunder und Wahnsinn. Es ist ein Pendel, das ein bisschen ausschlägt. Ja, ist es auch. Ich glaube aber, es ist auch so ein bisschen eine Menschensache, dass man immer wieder in den gleichen Hammer reinläuft. So. Weil, also, alles wiederholt sich ja. Also, das ist ja sowieso, der Lebensfluss ist ja etwas, was sich immer wiederholt. Und darum, ich glaube, gibt es immer Themen, wo wir uns immer und immer und immer wieder damit beschäftigen. Was wir sind ja das gescheitste Lebewesen auf dem Planeten. Ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube aber, man muss ja dann auch, wenn man jetzt zurückschaut, gibt es ja gleich immer wieder kleine Erfolge. Also ich glaube, man muss sich an diesen kleinen Schritten festhalten, die passieren. Also gerade zum Beispiel mit dem Thema Frauen. Vor ein paar Jahren, ich darf fast sagen, haben wir noch nicht mal stimmen. Heute dürfen wir. Also es ist wie so, es gibt ja dann gleich immer wieder einen kleinen Progress, aber du hast recht. Wir tun uns schon auch oft in so Spiralen drehen, das sehe ich. Und vor allem, was mich manchmal ein schockiert, wenn wir jetzt gerade politisch sind, wie die eine Generation meint, die, vor allem die junge Generation, wir machen nicht mehr die gleichen Fälle wie die ältere Generation. Und dann stirbt die ältere Generation. Was ja jetzt passiert. Und dann gibt es wieder so einen Drall in eine Richtung, die mir gar nicht gefällt. Mhm. Auch global gesehen. Und die meinen ja, so etwas wie unsere Grossväter gibt es gar nicht. Und wir sind, würde ich sagen, bei gewissen Sachen ziemlich nahe an diesen Auswüchsen. Aber wie wird das denn bei euch analysiert? Wird das bei euch analysiert und warum? Nein, also auf das, was du jetzt gerade genau ansprichst, so konkret, habe ich jetzt noch nie etwas in meinem Studium gehabt, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht. Aber es ist auch etwas, was sich wahrscheinlich jeder, der sich für Politik interessiert, für sich selber so ein bisschen traumhirnet. Obviously. Aber ja, nein, so etwas Konkretes haben wir noch nie gehabt im Studium.